Umgang mit Bestechlichkeit anderer. Es gibt verschiedene Formen von Bestechlichkeit. Im Yoga gilt Aparigraha, Unbestechlichkeit, als eine der 5 wichtigsten ethischen Empfehlungen. Bestechlichkeit im engeren Sinne: Jemand nimmt Bestechungsgelder an, um dann dem anderen einen Gefallen zu tun. Insbesondere er nimmt persönlich Gelder an, um dann im Namen einer Institution ihm Gefallen zu tun. Das sollte man nicht dulden. Wenn du davon hörst, dann solltest du sofort die Polizei benachrichtigen oder die Organe der betrieblichen Revision oder wer auch immer in einem Unternehmen oder einer Behörde dafür zuständig ist. Eine Gesellschaft sollte keine Bestechlichkeit dulden. Das ist der Grundsatz. Jetzt gibt es aber auch anderes als Bestechlichkeit im engeren Sinne. Bestechlichkeit im engeren Sinne, um es nochmal zu sagen, zum Beispiel der Baudezernat, der für Baugenehmigung zuständig ist, der Baudezernent, der für die Vergabe von Aufträgen in der Stadt zuständig ist, erhält ein Bestechungsgeld von 10.000 Euro und dafür rechnet er über 1 Million Euro mehr der Stadt ab, als es eigentlich sollte. Das ist Bestechung. Der Mensch kriegt einen persönlichen Vorteil von 10.000 Euro und er gibt dafür im Namen der Stadt 1 Million Euro dem anderen. Klare Bestechung, hat einen persönlichen Vorteil. Es ist jetzt nicht Bestechung in diesem Sinne, wenn jemand gesagt bekommt, ich werde dir den Rasen mähen, wenn du mir nachher bei meinem Abfluss hilfst. Das ist keine Bestechung, das ist gegenseitige Gefallentun. Also Bestechung hat diese Elemente, jemand bekommt einen persönlichen Gefallen und dafür wird er im Namen einer anderen Institution ihm etwas Gutes tun oder ihm dann Gefallen tun. Also man vermischt 2 Sachen. Wenn man selbst etwas tut für einen anderen Menschen und der andere einem etwas zurücktut, das ist keine Bestechung. Also das ist schon mal wichtig. Aber wenn du Zeuge einer echten Bestechlichkeit wirst, dann solltest du das unterbinden, entweder dem Menschen das direkt sagen oder eben das weitergeben. Ansonsten, vieles im Leben ist ein Geben und Nehmen. Und das Geben und Nehmen ist jetzt keine Bestechlichkeit, sondern das ist einfach der Alltag. Uneigennütziges Dienen ist es vielleicht noch nicht. Das ist, man hilft, ohne etwas dafür zu erwarten. Aber der Alltag ist größtenteils Geben und Nehmen. Das sollte man nicht vorstellen als Bestechlichkeit bezeichnen.